Wir stehen hier in St. Gilgen in der Helenenstraße, wo sich gestern ein tragisches Beziehungsdrama ereignet hat. In diesem Haus hinter mir hat ein Mann seine Ex-Freundin erschossen und im Anschluss sich selbst. Wie ist im Moment der aktuelle Ermittlungsstand? Der aktuelle Ermittlungsstand ist, dass wir heute in der Nacht zwei tote Menschen aufgefunden haben in einer Wohnung. Und das Ermittlungsergebnis hat ergeben, dass der Mann eine Frau getötet hat und anschließend Selbstmord begangen hat. Das Opfer war früher liiert mit dem Täter und sie waren in einem freundschaftlichen Verhältnis. Das hat sich aber geändert. Die Frau hat den Mann verlassen. Es hat gestern in den späten Nachmittags, frühen Abendstunden ein klärendes Gespräch gegeben zwischen den beiden und das dürfte dann eskaliert sein und zu dem Drama geführt haben. Wie ist man denn auf den Fall überhaupt aufmerksam worden? Der neue Lebensgefährtin hat von dem Gespräch gewusst. Die Frau ist zu ihrem ehemaligen Freund gefahren und ist nicht mehr zurückgekehrt. Das hat dann den neuen Freund veranlasst, dass er die Polizei ruft. Es wurde dann sofort eine Streife hingeschickt zu dem Objekt in St. Gilgen und dabei wurde festgestellt, dass sich in der Wohnung zwei tote Menschen befinden. Und dann war ja, wie man jetzt erfahren hat, die Wohnung von innen versperrt. So ist es, die Wohnung war von innen versperrt, der Schlüssel hat gesteckt. Die Polizei ist über den Balkon auf den Nachbarbalkon gestiegen, hat dann letztendlich die Glastüre eingeschlagen und so das Verbrechen entdeckt. Weiß man, wie der Mann zu der Waffe gekommen ist? Nein, das wissen wir leider nicht. Hat er da eine Berechtigung dafür gehabt für die Waffe? Ist da irgendwas bekannt? Es ist bekannt, dass er kein waffenrechtliches Dokument hatte für die Waffe. Es war ein Revolver Kaliber 38. Und bei den ersten Untersuchungen haben wir festgestellt, dass die Nummern der Waffe herausgeschliffen wurden. Das heißt, die Waffe wird jetzt kriminaltechnisch untersucht, um eventuell den tatsächlichen Besitz ausfindig machen zu können. Können Sie uns über den Todeszeitpunkt genaueres verraten mittlerweile? Nein, der genaue Todeszeitpunkt kann erst nach der erfolgten gerichtlich angeordneten Obduktion geklärt werden.